Yo. Yo. Yo, ladies and gentlemen. Schalter ist eröffnet. Los geht es. Hallo, geht los. Kamera ab. Ton ab. Klappe. Lufthansa! Und ziehen uns der coole, coole Sauerstoff! So steh heiß, gelbe fünf Zitzen, Gummihandschuhe ein! Bei Luftabdruck nimmt man den nächsten, lässt sich vom Nachbarn mal kurz in die Tüte blasen. Dann hält man sich das Ganze vor die Nase und drückt den Vorsitz zu Gatsby. Deine Kugel. Was bringt die Zukunft? Nachmittags. Ja, und bevor 10 Grad Nachmittagsausflug von der Psycho-Abteilung. Wären Sie in der freien Wildlaufbahn, hätten wir ein Problem. Denn sie ist der Knabberer der Stangen. Ja. So, das ist nur Holz, zum Glück. Mit den Rentierschuhen. Stellen Sie sich vor, dieses Rentier wäre in der freien Wildbahn. Und dann würde es Ihnen begegnen. Und dann hätten wir alle ein Problem. Jetzt zum Glück hinter Gittern. Wir können es nur aus der Distanz beobachten. Viel Energie zwischen deinen Beinen. Ja. Da fließt Energie. Aber wir sind noch keine Freunde und ihr seid zu laut, damit das klar ist. Na? Da kriege ich Zwischenblutungen. Hintergitter. Meine Schuld hier. Ich bin ganz neu. Ich bin der Neuzugang. Du machst es gleich. Aber ich habe niemals. Heute ist das Kamerakind grün. Ja, Angst habt ihr, ne? Ja. Recht.
Steuer, mein Freund. Schwäbst am Grün. Neulich noch bei der Lufthansa, jetzt schon in den Conair. Arschloch, Arschloch. Kombination. Wir sind hier live aus dem Reservoir der Indianer und Piraten. Und seit wann liebst du The Pirate of the Caribbean, Johnny Depp? Das ist eine lange, 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 lange Liebe, die in mir geschmort hat. Geschmort. Gebrutzelt hat. Brand quasi entflammt sich das Ganze. Hast du Versicherungsschutz? Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt hast du am Sack. Im Sack. Sag mal, wo hast du den aufgejabelt? Hier, der kam hier mit dem Segelschiff, hat er hier vorne an meinem Fenster, hat er angeklopft mit der Spitze von dem Schiff. Der kam quasi über die Wäscheleine, hat er sich so eine Pipe gebaut. Ursprünglich war es Skateboarder technisch unterwegs gewesen. Bist du Skateboarder? Ja, hat er mal früher gemacht. Ja. Untermalt mit Celine Dion und Hintergrund. Karibischer Pirat und Snowboard. Ihr habt euch denn kennengelernt? Ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Schiff Ahoi. Klopfte und klopfte. Und war gar kein Klopfer. Und war keiner da. Schiff vor der Tür. Und er winkt mir zu und er sagt, machst das Fenster auf, ich muss jetzt rennen. Ahoi. Ja, sag ich, du lecker Junge, du, da komm doch mal rein. Du strammer Seemann. Komm doch mal wieder, im Frühjahr. Dann hat er mir die Federn vom Kopf gerissen mit den Zähnen rechts. Die Flore. Wir hatten hier komplett die Weihnachtsgans, die war gefedert. Weg. Hat dir die komplette Weihnachtsgans vom Kopf alles gefressen, wa? Komplett die Weihnachtsgans explodiert weg. Sprengstoff. Ey, du machst doch von nix halt, wa? Ja, eine Pirat. Du kannst ja doch nicht die komplette Weihnachtsgans vom Kopf fressen, ey. Doch. Und wenn dann erstmal die kleine Pelsche zum Einsatz kommt. Was ein Tier, ey, was ein Tier. Nicht. Okay. Bist du immer noch auf Durchreise oder was? Ich bin noch unterwegs. Ich bin krass. Ja. Du hast einen Flughafen nach dem anderen abfliegen. Außerdem sind wir mitten in einer Dokumentation. Und ich geschaut und da stand sie am Fenster und rief, hey Junge, komm uns rüber. Ich habe ein paar Klöße geguckt. Ja, ein paar Klöße. Ich sag, ich komm Marie, Schiff Ahoi. Hast du Anker geworfen? Da bin ich rüber geklettert mit meinem Seil. Ja, Flo, hast du auch noch die Wäsche aufgehangen? Genau, an der Leine. Da hast du La Paloma gepfiffen. Ja, und da hier After mit der Madame. Ja, da war lieber auf den ersten Blick, und ne? Wie? Boah, voll. Ja, erstmal richtig, da war erstmal vom Backbord, nach Steuerbord und von Auge nach Unge und überhaupt. Also, wann habt ihr euch jetzt richtig lieb? War das wirklich so lieber auf den ersten Blick oder wie? Nee. Nee? Nee. Nee. So, bist du gelandet oder was? Ja, genau. Am Anflug. Yo. Yo, ladies and gentlemen. We got Toni Braxton up in the house. So hot that I can kiss the sky, bitch. We live up in here, y'all. It's getting hot.